Moin Moin und willkommen zurück zum Kapitel 6. Na guck mal hier, da arbeiten ja zwei Verrückte dran. Noch ein Nager, das ist gut. So, das erste, was ich hier mal machen werde, ist schnell mal zur Krankenstation flitzen. Na, erstmal hier noch ein bisschen was weggraben. Ein bisschen Gold machen. Gold und Edelsteine. So, und hier mal noch ein bisschen was wegnehmen. Es ist Zahltag. Ja, das passt mir gar nicht hier mit dem Zahltag. Hoffentlich hat niemand Arachnophobie. Ein Spinnennest wurde entdeckt. Oh. Wo ist es? Das Spinnennest. Oh, hier. Ah, da rennt es auch schon wieder weg. Wo ist er denn hier? Ein so ein Brutzelteil nehme ich mit. Oh, und dann alle mal rein hier. So, guck mal hier. Hat die Bande mir jetzt ein bisschen was freigeballert. Hier werde ich mal ganz schnell noch einen Defibrillator hinbauen. Zack. Ja, und die Betten müssten eigentlich reichen. So, und hier noch schnell meine Anzahl erhöhen. An Mitarbeitern. Nenne ich sie mal ganz nett Mitarbeiter. So. Hier kann sie auch noch ein bisschen Gold holen. Brauche ich jetzt wieder dringendst. Guck mal, hier ist ja auch noch fett was zu holen. So. Und hier. Und hier. Hier. Und hier. Und da. Das da hinten habe ich schon. So, es reicht erstmal. So, jetzt müssen wir noch einen kleinen Moment warten. Bis das Ding jetzt da fertig ist. So, können wir ja nicht schnell noch einen Nager ausbilden? Oh, die ist immer noch da am Start. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Feinde. Das passt mir ja gar nicht. Zwei sind noch übrig geblieben. Also die Dinger finde ich immer noch mit am besten. Die Fallen.
die explodierenden Truhen. So, streiken die hier alle, weil kein Bier da ist? Das geht ja nun gar nicht. Könnten wir hier eigentlich mal ein bisschen ausbauen? Ein Raum voller Ratten wurde angegraben. Ah, Rattenraum. Dann... machen wir mal die Ratten schnell mal platt. Und hier mehr Raum für Bier. So, unsere 35 sind fertig. Schnell noch den letzten Zauber machen. Trolle gibt's noch nicht. Nur Orkse. Zahltag. Zahltag passt mir gar nicht. So, was ist mit unserem Bierraum hier? Wo ist denn der? Oh, und hier können sie auch noch. Ah, da kommen die nicht ran, die Bande. So, jetzt gibt es hoffentlich auch gleich genug Bier. Und ich bin pleite. Nicht so tragisch. Jetzt machen wir erstmal Nägel mit Köpfen. Jetzt schnappen wir uns hier zwei von den Nagas. Waren einige Kreaturen versteckt gewesen, die sich dem ultimativen Bösen angeschlossen hatten. Ja, super. Noch zwei Nagas. Klasse. Die kann ich super gebrauchen. So, jetzt fehlen mir noch hier diese... die zwei Roboter, glaube ich. Mal ein. Zack. Du kommst mit. Und du kommst mit. Und jetzt geht's, wenn wir das Ding hier noch finden. Und hier ist er. Zum Ausgang. So, und jetzt befreien wir die anderen Trolle hier hinten. Wo sind sie? Da. Da geht's hin. Ich würde gerne mal wissen, wie man jetzt aus der
Als die Kreaturen der Horde die Clanschefs Trololo und Grumm erreichten, loderte in deren Augen kein dämonisches Feuer mehr. Und beide schlossen sich erfreut dem ultimativen Bösen an. Das umsichtige Böse widerstand dem Drang, die beiden für ihren Verrat zu bestrafen. Vorerst. Momentan konnte es jede Hilfe brauchen. Dieser eigentlich gute Held war mit den Dämonen im Bunde und diese widersetzten sich der Kontrolle des unsagbaren Bösen. Das konnte nichts Gutes bedeuten. Zumindest nicht für das ultimative Böse. Der Weg zum Dungeon der Clan-Chefs wurde offenbar von einigen nach wie vor korrumpierten Trollen bewacht, die unaufhörlich die Schlucht mit Steinen bombardierten. Das gut gerüstete Böse würde hier gut auf seine Truppen aufpassen müssen. Oder sie in guter Masse-statt-Klasse-Taktik hindurchschicken, wie man es von der Horde gewohnt war. Einige verwirrte Kreaturen stellten sich der Horde des ultimativen Bösen entgegen. Allerdings nur kurz, dann war ihr Ende besiegelt. So ist es. Ich würde gerne mal wissen, wie ich die am besten hier unten einzeln markieren kann. Das wäre noch super. Aber ich will den Dungeon betreten. Geht nicht. So, jetzt. Also laufen wir erstmal hier mit einem dicken Stein rum, oder was? Nee, jetzt ist... Die Kreaturen des in sicherer Entfernung stationierten Bösen betraten den Dungeon der Clan-Chefs, doch etwas stimmte nicht. Man konnte deutlich den dämonischen Einfluss spüren. Langsam tasteten sie sich voran, weiter in die Dunkelheit, den unerbittlichen Klicks des ultimativen Bösen folgen. Den Klicks. Oh, jetzt muss ich eigentlich einen kleinen Moment warten hier, bis sie sich mal alle geheilt haben. Die Truppen jetzt da so reinzuschicken, wäre ein bisschen schwachsinnig. Na los, komm, geh mal einen Schritt vor hier. Erstmal alle hier hin. Hier hin. Nicht, dass da einer noch da drauf drückt. So, schöne Erfahrungspunkte haben sie gesammelt. Und hier gibt's Leckerlis. So, dann kommt mal alle hierher. Alle hierher. Jetzt schnappt euch erstmal das Mana. Und die andere Flasche lasst mal da in Ruhe. Gehen wir mal weiter gucken, was hier los ist. Na, guck mal. Kommt nämlich die nächste Bande schon. Oh, da sind ein paar mehr hier. Wurden hier gefangen gehalten und liefen nach ihrer Befreiung mit Freuden zur Horde über. Ey, genau, die kann ich gebrauchen. Ich glaube, mit denen kann man Fallen neutralisieren. Ich gehe mal davon aus, dass wir gleich ein paar finden werden. Ich bin, an der Stelle muss ich mal sagen, Gott sei Dank bin ich hier hinten. Da und da sind auch schon Fallen hier hinten lang gegangen, dass wir die auch bekommen haben. So, haben die jetzt die Flasche da ausgelutscht? Ja, super. Jetzt gehen wir mal hier rein. Machen das Ding kaputt hier.
Geh nochmal zurück. So, jetzt würde ich ganz gerne... Doch, hier unten kann man jetzt jeden Einzelnen ansteuern. Mit der R1-Taste funktioniert das. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Feinde? Wollen wir mal gucken. Ja, dann können die nur hier hinten sein. So, Ende aus, Maus Nikolaus. Einer kommt da noch, hinterher. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Ach. Der kann nicht viel ausrichten. Und einer wird da schon kommen. Nager krebelt da noch rum. Der macht ihn schon platt. Gehe ich mal schwer von aus. So, und wie... Nee, hier, wir müssen hier hin. Wie kriege ich jetzt den Einzelnen hier? Markiert. Gar nicht mehr. So, Fertigkeitsmenü. Fallentüren ausschalten. Es war mehr als rätselhaft, was es mit den Dämonen hier auf sich hatte. Welches Ziel verfolgten sie? Und warum war Gandeldor mit ihnen im Bunde? Perfekt. So geht man hier unbeschadet durch. Ist natürlich ein bisschen langwierig. Oh, das ist auch nur begrenzte Zeit. Los. Aber es hat auch schon mal gut funktioniert. Wunderbar. Noch ein bisschen heile Gänschen. Alle markieren und rein hier. Oh, hier ist aber nichts. Doch, hier sind sie. Komm, schnapp sie dir. Die Nummer mit den heilenden Nagers ist natürlich gut, wa? Kriegen die eine auf die Nuss, werden sie gleich geheilt. Können sie aber nicht während des Laufens machen, kann das sein? Es ist Zahltag. Ah, Zahltag ist ganz schlecht. So, dann werden wir mal gucken. Oh, da sind sie schon. Oh. Ein paar mussten schon mal dran glauben. Die hängen hier, glaube ich.
Die Kreaturen des forschungssüchtigen Bösen hatten eine Chaosschmiede entdeckt. Hier produzierten Trolle mächtige Verbesserungen für die gesamte Horde. Oh. So etwas würde sich auch in seinem Dungeon gut machen. Natürlich. Schön, dass wir das jetzt gefunden haben. Da können aber auch nur Trolle dran arbeiten. So, noch mal gucken, ob wir noch irgendwas anderes finden. Komm, geht mal hier weiter, bevor wir da hinten durch die Tür gehen. Okay, hier gibt's nichts weiter. Außer nur ein Upgrade. Bewegung, ihr nichtsnutziges Pack. Im einstigen Dungeon der Clan-Chefs stieß das unsagbare Böse auf einen weiteren dämonischen Kristall, der die Oberfläche mit einer heimtückischen Aura versah. Es stand fest, dass auch dieses Ding zerstört werden musste. Warum kommt der hier nicht mit? Hängt der hier fest oder was? Dem kann ich hier nichts machen. Das ist natürlich blöd. Okay. Dauert mir zu lange jetzt, da mit dem rumzueiern. Schnappen wir uns die hier. Oh, da sind aber ein paar. Aber das war schon mal einer. Und da fällt einer nach dem anderen. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Der zweite dämonische Kristall wurde durch die Horde zerstört und gab einen Bereich der Oberwelt frei. Oh. Dadurch öffnete sich ein weiterer Zugang vom Dungeon der Clan-Chefs zur Oberwelt. Und zudem konnten sich die Felsenwerfer aus dem Bann befreien und zögerten nicht, sich der Horde anzuschließen. Jawohl. Das wird meinem Herrn nicht gefallen. Das wahre Böse wird euch zerreißen. Die Rache ist unser. Ja, das wollen wir doch erstmal sehen. Die offenbar korrumpierten Magiers dröhnte über das Schlachtfeld. Er schien sich selbst für einen Diener des Bösen zu halten. Doch diente er dem falschen Bösen. Und das würde die Horde ihn alsbald lehren. So, hier sind wir leider vorhin rein. Leider hatte der dämonische Kristall nicht den Zugriff auf bestimmte Bereiche der Außenwelt ermöglichen können. Das abermals erforschungswillige Böse sah sofort, dass das Lager der Helden an der Oberfläche angenehm nah an dem Kristall lag. Dies würde sich eventuell ausnutzen lassen. Es war an der Zeit, mit dem Lager aufzuräumen. Natürlich waren auch die abtrünnigen Dämonen und die Allianz keine Freunde. Deshalb tat sich ein weiteres Portal ganz in der Nähe des Lagers auf und Dämonen strömten daraus hervor. Schon bald tobte ein erbitterter Kampf zwischen den beiden Parteien. Und da geht's auch schon los. Eine gute Gelegenheit sein, sich als der lachende Dritte zu präsentieren und mit dem geschwächten Lager der Allianz den Boden aufzuwischen, wenn ich das mal so salopp sagen darf. Die müssen wir da auch noch platt machen. Ach, du ahnst es nicht. Kommt mal alle hierher. Da kommen wir so gar nicht hin. Da schnappen wir uns erstmal die Bande hier. Ja, kommen wir eigentlich auch hier hin? Hier kommen wir gar nicht rein. Okay. Dann
erstmal anders. Zahltag. Ah, Zahltag passt mir gar nicht. So, schnell noch den einen hier. So, jetzt werden wir erstmal schnell eine Schmiede bauen müssen. Wo bauen wir die denn nur hin? Wow, hier können wir aber noch buddeln. Wie die Verrückten. Schneller, ihr Verrückten. Schneller. Eigentlich muss das ordentlich in Räume verpackt werden, aber dazu nehme ich mir jetzt keine Zeit. Mühelos errichtete das forschungssüchtige Böse eine Chaosschmiede, in der alsbald eingefangene Trolle die Ausrüstung der Horde zu verbessern haben würden. Damit eine Chaosschmiede auch wirklich genutzt werden konnte, war es vonnöten, ein Arbeitsgerät zu errichten, was das clevere Böse selbstverständlich auch sofort in Angriff nahm. Aber sicher doch. Das Arbeitsgerät in der Höllenschmiede war errichtet und der Raum bereit. Nun konnte das ultimative Böse hier nach Herzenslust bösartige Ausrüstungsverbesserungen anfordern und erforschen lassen. Ja, Lederhaut zum Beispiel, 1200, sind die wahnsinnig. Lauter Kriegsschrei, jetzt haben wir hier Kriegshund herbeirufen. Für 1000 brauchen wir erstmal Lederhaut. So, 38 von 35. Vier fette Trolle. So, jetzt schnappen wir uns ein paar. So, einmal den hier. Wo ist der nächste? Hier, den suche ich. Zwei lassen wir unten in unseren Dungeon und dann geht's mal ganz schnell mal hier raus. Mhm.
und hauen denen hier was vor die Birne. Oh. Und an der Stelle muss ich feststellen, dass wir schon wieder ein halbes Stündchen spielen. Das heißt, langsam die Folge wieder schließen und dann noch eine anfangen. Also jetzt ist es schon so weit, dass die Kapitel in drei Teilen gemacht werden müssen. Stund um Stund kämpften Allianz und Dämonen gegeneinander, während das geistlose Böse sich beharrlich weigerte, dies auszunutzen. Offenbar war ihm nicht bewusst, dass dies der nächste Schritt im Missionsverlauf war, den es zu erledigen gab. Jetzt machen wir die erstmal platt hier alle. So, jetzt machen wir das Ding hier noch platt schnell. Das Lager der Allianz hielt in etwa so lange Stand wie eine Herde Schafe bei einem orkischen Familientreffen. Als Bonus sozusagen tat sich ein Plateau auf, das sehr nahe an dem dämonischen Kristall lag. Vielleicht könnte hier ein Trollfelsenwerfer nützlich sein. Glücklicherweise hatte das dem Missionsverlauf folgende Böse erst vor kurzem die Trollfelsenwerfer rekrutiert. Eine derartige Einheit konnte sich eingraben und so vom Plateau aus den Kristall angreifen. Wow. Von seinem Plateau aus konnten die Kreaturen des unerfreuten Bösen das unnatürliche Pulsieren eines dämonischen Kristalls erblicken. Dieser Kristall befand sich an der Oberfläche und man konnte ihn nicht erreichen, ohne seiner Macht zu verfallen. So, eingegraben. Was kann man noch mit ihm machen? Position halten und nichts weiter. Angreifen. Ausgraben. Gehen wir weiter hier vor. Sehr schön. So, kannst du jetzt hier... Ja, kommt da einfach nicht hin, oder? Doch. Cool. Ja, die sind eigentlich super drauf, die fetten Troller. Es war an der Zeit, den dämonischen Kristall mit Hilfe eines Trollfelsenwerfers zu zerstören. Der ist ja dabei. Der Erzähler hat einfach keine Geduld. Mit ihren gewaltigen Felsen zerschmetterten die Trolle den dämonischen Kristall und bereiteten so der Aura ein Ende. Die Horde marschierte wieder. Das wirst du büßen. Das wahre Böse ist nicht aufzuhalten. So, jetzt nehmen wir den wieder mit. Dummerweise kommen wir von hier aus nicht wieder runter. Ja, wenn ich jetzt mal hier hinklicke. Doch, Tatsache, von hier hinten.
Na denn. Die Horde hatte ein weiteres Lager der Allianz entdeckt. Auch sie zieht ihnen ihre frisch gesperrten, gebügelten Unterhosen aus. Meine Güte, was würden die Kreaturen zu ultimativen Bösen sagen? Ging in Flammen auf. Jawohl. Eine innere Stimme und die Missionsanzeige sagte dem ultimativen Bösen, dass es in dieser Region keine weiteren Lager geben würde. Tote Allianz. Die Trophäe haben wir schon mal. So, komm, jetzt machen wir die hier noch schnell platt. Die haben Angst. So, das sind ein paar mehr. Da werde ich mal einen Rückzug machen. Und die Horde schnell mal zurückschicken. Und ja, wisst ihr was? Mich bei euch fürs Reinklicken bedanken. Und den Rest der Kampagne 6 gibt es dann in Teil 3. Und das mehr oder weniger gleich im Anschluss. Bis dahin. Dankeschön. Und ja, klickt in der nächsten Folge natürlich wieder mit rein. Bis dahin. Tschüss. Euer Olli. Und die hier, der Nager, der ist immer noch dabei hier. Kann doch wohl nicht wahr sein. Ich suche mir mal jetzt spaßeshalber. Das mache ich mal noch. Könnt ihr noch mit zugucken hier. Den nächsten Nager. Oh, das ist die hier. Die sitzt da dran. Alle anderen sind schon ausgebildet. Okay, ich werde die speichern. Tschüss, euer Olli.